Jetzt, ich bin gerade in der Wochenplanung von nächster über nächste Woche und bin Dienstagmorgen oder Donnerstagnachmittag bei Ihnen in der Region. Welcher Termin geht Ihnen besser? Ja, lieber Nachmittag. Gut, merci, ade, merci, danke. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. 2016 ist nicht so ein gutes Jahr für mich. Ich habe im Februar, Ende Februar gemerkt, ey, Scheiße, ich mag nicht mehr. Ich bin Sales, jeden Tag Sales, Vertriebsleiter gsi bei einer Versicherung und bin irgendwann nach Hause gekommen, im Februar. Meine Frau, wir haben ein kleines Kind, also das Kind ist inzwischen ein bisschen älter, gesagt, du Adi, das geht nicht mehr so. Und dann sind wir Tränen runtergelaufen und ich habe gesagt, ich weiss, es geht nicht mehr. Ich habe dann in dem Moment, an dem 16. Februar, entschieden, ich muss etwas ändern. Ich kündige. Nichts leichter als das, weil es ein gut bezahlter Job war. Ich war Vertriebsleiter im Luzerner Hinterland. Und du hast gerade frisches Haus gebaut, du hast eine Millionenhypothek. Wir reden heute ein bisschen um Zahlen, vielleicht ist das okay für euch, ich hoffe es. Millionenhypothek und du bist ausgebildeter Sportartikelverkäufer. Und nachher bist du in die Versicherung gekommen. Ich bin abverreckter Fußballer. Ich bin wirklich ein abverrechter Fußballer. Die Storys, die ich höre von diesen Fußballern, das bin ich in Unialperson. So. Und jetzt magst du nicht mehr und könntest ins Blaue raus. Und dann hast du irgendwann einmal das Gefühl gehabt, du Leute ausbilden willst. Du willst anderen helfen, ihre Sachen, ihre Träume zu verwirklichen, ihre Sachen zu entwickeln. Und überlegst du dir, okay, jetzt habe ich die grosse Vision, andere zu unterstützen. Und ich habe etwas, das ich kann. Was ist es? Ich kann nicht viel. Wirklich, ich kann nicht viel. Immer noch nicht. Aber ich kann Sales. Und ich frage euch jetzt mal hier in die Runde. Wer ist Verkäufer? Richtig mit Herz Verkäufer. Wer verkauft? Yes. Gut. Wer ist Beraterin? Berater? So. Ich habe das letzte Mal meine Mutter beraten, wo sie mich gefragt hat, auf welche Rundreise mit Aldi dass sie gehen soll. Aber gekauft hat sie schlussendlich nicht. Schaut, nehmt mir es nicht übel, jetzt reden wir Tacheles, jetzt reden wir Klartext. Für mich, und das ist eine Perspektivenfrage, wirklich, ich akzeptiere jeden, der sagt, hey, ich bin Berater, ich tue nur beraten. Aber das ist eine Schweizer Eigenschaft. Ich habe Firmengründer gesehen, die ihre ganze Pensionskasse rausgenommen haben. 50. Ich habe gesagt, jetzt will ich es wissen. Und die haben 2 Jahre lang nur beraten und haben nachher die ganze Pensionskasse weggehauen. Nichts ist passiert. Weißt du, was ist passiert? Alles weg und sie sind nachher wieder als Angestellte arbeiten, weil sie nicht können verkaufen. Und verkaufen ist eine Fähigkeit, die so geil ist. Sorry für den Ausdruck. So geil ist, wenn du merkst, jetzt funktioniert. Funktioniert. Und jetzt bin ich richtig schön dran. Und ich habe gewusst, ich muss verkaufen. Weil ich habe einen Traum. Ich will Trainer werden. Und es braucht jetzt Projekt. Und es ist noch, es ist ein bisschen, das, was ich gemacht habe, ist russisch Roulette. Das würde ich niemandem empfehlen. Einfach künden, so viel hohe Fixkosten und machst einfach etwas Neues. Der Schuss hat total in die Hose. Hätte können. Ist aber nicht. Und ich sage euch, ich würde es genau gleich wieder machen. Das erste Nacken, die erste Perle, die ich euch mitgeben will. Wenn du, wer von euch will gerne mehr Umsatz machen? Wahrscheinlich sind wir wegen dem auch in diesem Raum in dem Jahr. Wer will gerne mehr Umsatz oder einfach mehr erreichen? Noch? Wer hat irgendwie das Gefühl, irgendetwas so ein bisschen, es kratzt irgendwo, ich will mehr? Wer von euch hat auch das Gefühl, dass er gar nicht so weit weg ist von dem? Es braucht nicht viel. Geil! Dann zeige ich euch jetzt etwas. Jetzt die nächste halbe Stunde, zusammen mit meinem Buddy da, den ich mitgeschleppt habe vom Wallis. Wir geben euch etwas. Wir geben euch etwas mit. Jetzt würde ich das Workbook vornehmen.
Kugelschreiber vornehmen. Das könnte spannend werden. Könnte. So. Also. Ich glaube, und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, bei jedem Training, das wissen die Leute, die schon mal in einer Ausbildung waren. Wer war schon mal in einer Ausbildung bei mir? Irgendeiner Form? Super cool. Die, die schon mal waren, wissen, das ist der erste Satz, um den ganzen Druck rauszunehmen. Weil das haben die nicht gern, wenn ich sage, du musst es so machen. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Überhaupt nicht. Aber ich gebe euch einfach den geilsten Weg und den schnellsten. Aufpassen. Es gibt zum Beispiel einen Weg, wenn du auf Mallorca an den Strand gehst, gibt es zum Beispiel diesen Weg. Schaut mal. Das ist kein optischer Brühe. Aber meine Brühe. Mit Aufhauen. Leg sie mal an. Leg sie mal an. Leg sie an, bitte. Ich will nicht. Nur mal schauen. Leg sie mal an. Das ist eine Stadtbauer. Das ist keine Brühe. Wir kommen los. Wir kommen auf den Punkt. Halbe Frist. Schau meine Karte, ich komme los. Nein! Lass mich geil aus Karte. Bis zum Bern. Super Brühe. Aber Kinderbrühe. Leg sie mal an. Normal. Leg sie mal an, Schatz. Leg sie an. Normal. Normal ist 12 Euro, aber gibt es 10. Ist das der halbe Preis? Du bist mein Familie. Ja. Bravo für den Strandverkäufer aus Senegal zu Mallorca. Oder er ist hier, das ist Playa de Muro in Mallorca, vielleicht kennt das jemand, und dort ist er während 9 Monate im Jahr. Seine Familie, seine 2 Kinder sind in Senegal, seine Frau, und er geht während 3 Monate zurück auf Senegal und dort sie unterstützt. Und das ist die einzige Möglichkeit, die er hat. Der muss verkaufen. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ein solcher Strandverkäufer manchmal ein bisschen mehr Druck, sympathisch, auf gleiche Augenhöhe probiert, mit diesen Sprüchen, ah, es weiss ja was. Ricola und so weiter, warum sie das machen? Die müssen verkaufen, die haben den Druck in sich hinein. Und ich habe gemerkt in dem Moment, hey, ich müsste jetzt eigentlich, es ist so ein bisschen 3 Monate vergangen, ich habe mich selbstständig gemacht, das war im Oktober, 1. Oktober 2016, ich bin dann noch recht lange geblieben bei der Gesellschaft, und habe mich dann selbstständig gemacht, habe ein Büro genommen, Coworking Space, möglichst tiefe Fixkosten, und nachher bin ich so im Büro gehöckelt, könnt ihr euch das so vorstellen, und da habe ich gewusst, ich sollte jetzt eigentlich langsam so ein bisschen. Und ich weiss noch genau, meine Frau hat mich eines Abends gefragt, du Adi, du erzählst so nichts, läuft es bei dir? Und ich, ja, komm mal, läuft nicht schlecht. Aber ich habe gerade die Pensionskasse rausgenommen. Ich habe nichts mehr drin gehabt. Ich habe gewusst, es geht genau 7 Monate auf. Ich habe gesagt, ja, läuft. Ja, morgen muss ich akquirieren. Kalt akquirieren. Mhm. Ja. Sie gesagt, ja, dann wünsche ich dir viel Glück, schön, hoffen wir, es klappt. Genau. Dann bin ich morgen am Morgen früh zum Haus aus und vor der Tür ist so eine Kappe gelegen. Meine Frau dort plottern, hat sie mir so eine Kappe gemacht. Kalt akquise. Und mit dieser Kappe bin ich dann in die Kälte raus, hoffen wir, hört man noch das Mikrofon an. Ja, mit dieser Kappe bin ich in die Kälte raus, oder? Ist aber eine coole, oder? Finde ich, ja. Ich hatte die Kälte raus. Ich habe mein Büro eingeschlossen, Sitzungszimmer reserviert und habe gewusst, hey, jetzt musst du nicht mehr jetzt watch. Jetzt musst du es schädern. Und jetzt musst du Kunden haben, Kollege. Und sonst ist der ganze Traum vorbei. Und in meinen Augen ist es so, darum habe ich euch auch beide Sennen da. Wenn du willst und du musst, dann gibt es einen Doppelbooster. Und das ist explosiv. Und das wünsche ich euch. Wollt ihr euch mitnehmen? Ich habe mir dann überlegt, okay, durch die Vergangenheit, die ich hatte, habe ich gewusst, hey, du kannst nicht einfach blind in Kunden, möglichen Kunden anrufen. Ich habe mal eine Liste, ich habe eine Adressliste bestellt. Das kannst du über AZ-Medien oder so machen, eine Adressliste bestellt. Und da habe ich einfach losgelegt. Bevor ich aber losgelegt habe, wusste ich, ich muss einen Elevator Pitch haben. Wer von euch hat das Wort schon mal gehört? Elevator Pitch. Mhm. Sehr spannend. Ich gehe einfach davon aus, dass alle so einen haben. Ist das richtig? Weil jemand von euch hat ein Zettel unter dem Stuhl und den bitte ich jetzt nachher vorzukommen, mir das zu zeigen.
Scheiße. Jetzt schau ich zu. Wunderbar. Ist natürlich ein Seich. Machen wir sicher nicht so. Stimmt sicher nicht. Aber nur, dass ihr mal das Gefühl mal das erste Mal erlebt, was ich dort gerade so gespürt habe. Elevator Pitch ist in den frühen 80er Jahren in Amerika entwickelt worden. Das Wort, also ich habe das von Wikipedia nicht selber raus, sondern in den frühen 80er Jahren hat es viele Gründer in Amerika. Ganz, ganz coole Projekte, schöne Firmen, gute Ideen. Und es hat Geld herum, aber niemand hat in Firmen, in Startups investiert. Weil damals hast du gute Zinsen bekommen, du hast gute Aktiendividenden bekommen. Also Banken, die Investoren, haben nicht so Interesse für Startups. Und dann sind die Neugründer, sagen wir jetzt Bank of America, ist ja gleich, keine Ahnung, ob es die gibt, der hat gewusst, zum Beispiel der Gründer, der Johnson, der so und so viel Vermögen verwaltet, der steigt am Morgen um 7:45 in der Bank of America, sagen wir New York, steigt in den Lift hier. Und sein Büro ist im 5. Stock. Jetzt muss ich schauen, dass ich am Morgen um 7:40 dort bin, dass wenn der Johnson kommt, ich mit dem in den Lift gehen kann. So. Und von dort ist der Elevator Pitch. Und dieser Elevator Pitch hat mein Business entwickelt. Und als Business von vielen von meinen Teilnehmern des Seminars. Und das werde ich euch heute mitgeben. Ein bisschen später. Ich werde nämlich noch schnell ausholen. Und zwar habe ich den für mich einmal entwickelt, aber der war gerade schlecht. Kann ich euch wirklich sagen, ich bin wie ein Amateur dort reingefahren mit meiner lustigen Kappe. Irgendeiner ist nach dem 37. Telefon, hat dann mal einer gesagt, ja, wir sind sogar per Du gewesen. Ich habe langsam von denen Leuten, die ich per Du bin, die haben weniger Ablehnung. So. Und dann hat er gesagt, ja, Adrian, ja, da kommst du mal vorbei. Und ich, bist sicher? Ja? Bist sicher? Ich, ja, gut. Soll ich heute Nachmittag gerade kommen? Ich habe gerade Zeit. So. Gut. Also, schaut, es ist so, ich bin recht stark auf den Zahlen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich meine Ergebnisse nicht messen kann, dann habe ich gute Erfahrungen gemacht, mit einfach ein bisschen Blauen raus. Sondern ich möchte das Zeug messen können, probiere immer wieder System anzuwenden, weil ich glaube, System schafft Ergebnisse. Und wenn du immer etwas anderes machst, wenn du immer irgendwie anders machst, oder wir sind ja gerne so ein bisschen freiheitsliebend. Ja, weißt du, musst mir das sein, es ist immer ein bisschen anders. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so vorgehe, dann kann ich das Resultat nicht messen. Ergo habe ich gesagt, ich will das messen. Ich habe 100 Calls gemacht, also Telefon gemacht. Daraus hat es 33 Leads gegeben, weil ich habe ja die Adressen so dann eingekauft, dass das schon mal so ein bisschen passt hat. Daraus hat es 15 Termine dann irgendeinmal gegeben, also nicht an dem Tag, sondern irgendeinmal über die Zeit. Und daraus sind 5 Verkäufe entstanden, die ersten 5 Verkäufe, die ersten 5 Seminartage. Ich mag mich erinnern, es waren nicht einmal nur Verkäufe gewesen, sondern beim ersten habe ich sogar gesagt, weißt du, also muss man gar nichts zahlen. Aber ich würde so gerne jetzt ein Seminar machen. Und wenn es gut ist, darfst du mir etwas geben. Das haben wir natürlich vorher abgemacht. Empfehle ich aber jedem, der frisches Business auftut, frisches Business gründet, mach die ersten Sachen, wenn du es dir leisten kannst, wenn es geht, kostenlos. Nimmst einen Fotograf mit, nimmst einen Videomann mit, das handelst ein und dann hast du die erste Referenzstimme. So kannst du sehr schnell wachsen. Ergo, habe ich dann das gemacht, das Zeitchen, und irgendwann ist das richtig gut gelaufen. Ich konnte dann einen grossen Kunden gewinnen. Ein paar von diesem Kunden sind heute auch da, wo wir immer noch Kontakt haben. Und irgendwann habe ich dann 2019, ein paar Jahre später, habe ich dann Martina eingestellt. Martina Andritsch. Und Martina Andritsch, die hat früher bei Ricardos Online-Marketing geführt. Ich habe gewusst, im Online-Marketing muss ich ein bisschen besser werden. So. Und dann hat Martina mir so zugelassen, ich habe akquiriert am Telefon, wir sind vis-à-vis gekocht und dann sagt sie so nach einer halben Stunde, du, Adrian, du machst das immer so? Da dachte ich, ja, warum, ist etwas nicht gut? So, es funktioniert ja. Sagt sie, aber ist das nicht sehr mühsam? Sag ich, ja, mal, eigentlich schon. Also, die Kappe habe ich inzwischen wieder abgezogen. Mal, ist schon mühsam. Aber wieso? Was? Das heisst, ich habe schon mal etwas von Social Selling gehört. Wer hat schon mal etwas von Social Selling gehört? Gut. Und dann sage ich, ja, schon gehört, aber weißt, wir sind zu klein für das. Und dann sagt sie, nein, überhaupt nicht. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was wir im 2023, wir kommen nachher auf einen Case vom 2023, wo ich euch wirklich zeigen will, wie wir vorgegangen sind, damit ihr vielleicht in der Vorbereitung von eurer Akquise gewisse Sachen machen könnt. Wir können auch gerne miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht hat nicht alles jetzt an diesem Festivalplatz, aber es ist mir wichtig, weil es hat unsere Abschlussquote massiv verändert. Und um das geht es mir. Und jetzt ist es aber so, bevor wir
zu dem Elevator Pitch kommen, bevor wir zu dem Social Selling Funnel kommen, wie wir dem sagen, gibt es eigentlich vier Fragen zu beantworten. Und die vier Fragen. Entschuldigung, ich zeige euch den ersten Case. Das war natürlich so eingestudiert. Also, der Case. Stellt euch vor, wir suchen HR-Leiter. Wir bieten ja Weiterentwicklungsprogramm für Firmen, für die Mitarbeiter, die wir anbieten. Und jetzt suchen wir natürlich HR-Leiter, die gewisse Mitarbeiter haben. Also sagen wir jetzt, wir sagen hier irgendwie zwischen mindestens 50 Mitarbeiter bis 250 Mitarbeiter. Das ist unser Zielkunft von der Business Schmiede. Und da haben wir ja unterschiedliche Seminare. Und ich bin dann der, der sich überlegen muss, wie kommt jetzt da. Ich meine, wir sind ja nicht der erste Weiterbildungsanbieter. Und wir sind hier in einem Haifischbecken mit der HSG, mit CAS, mit MBA und so. Da hat also niemand auf Business Schmiede gewartet. So. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Jetzt ist aber Folgendes. 2023 haben wir uns überlegt, wer ist unsere Zielgruppe? Das ist der HR-Leiter im KMU. He? Dann haben wir uns überlegt, okay, der HR-Leiter, wie erreichen wir den? Und jetzt gibt es was für Möglichkeiten, so einen HR-Leiter, der noch nie etwas von dir gehört hat, zu erreichen. Hat jemand eine Idee? Einfach hier rufen. Wie? Anrufen, genau. LinkedIn, genau. Entschuldigung? Social Media Ads. Wer weiß, was Social Media Ads sind? Ads. Gut. Genau das haben wir gemacht. Wir haben aber nicht auf, also nicht rein jetzt irgendwie Facebook. Wir können ja hier unterschiedliche Ads schalten. Ads ist bezahlte Werbung, wo du meistens zuerst so ein Testing machst. Du tust verschiedene Sachen ausprobieren über eine kurze Zeit und dann schaust, was funktioniert, was nicht. Und das, was funktioniert, dort gehst du nachher ein Budget rein. Und das haben wir gemacht, aber über Google. Wir haben Keywords. Wir haben Ads auf Keywords geschaltet. Und wir haben dann mit Google, mit diesen Keywords, das war eine Mischung, das ist auch noch spannend, das ist eine Mischung zwischen relevante Keywords, also zum Beispiel Weiterbildung für KMU, ist ein relevantes Keywords. Und dann haben wir aber auch Keywords geschaut, die nicht so relevant sind. Zum Beispiel Mitarbeiter binden. Also doch, das ist auch relevant. Mitarbeiter in KMU, die nicht performen. Ist nicht so relevant, sehr günstig. Aber wir haben zum Teil gemerkt, die funktionieren keine gut. Jetzt, was ist passiert? Jetzt haben wir die Ads geschaltet, beziehungsweise jetzt hier Google Ads. Dann haben sich gewisse Mitarbeiter, Leiter, weißt du was, sorry schnell, jetzt muss ich Brille haben. Raffi, hast du mir schon Brille? Ich sehe es nicht, ich sehe das Ding nicht, sorry. Wunderschöne Brille, 15 Franken. Genau, aber es ist wunderbar so. Gut, wir haben denen etwas gegeben, die sind auf unsere Landingpage gekommen, wir haben eine Landingpage gebastelt und wir haben denen kostenlos etwas zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel die Seminaragenda mit einem 3-Tages-Kurs vom Rüdiger Böhm zum Beispiel oder eine 8-Wochen-Challenge oder so haben wir denen gegeben. Gegen die E-Mail-Adresse. Dann haben wir gewusst, die E-Mail-Adressen, die jetzt kommen, natürlich müssen wir angeben, Position, Führung HR, Leiter HR und so weiter. Gegen die E-Mail-Adresse, dann haben wir den Kontakt alles automatisiert. Noch nie ein Mensch bis dahin. Klar, wir mussten das aufbereiten, das ist klar. Aber das läuft alles automatisiert, noch kein Mensch involviert. Haben wir den Kontakt im HubSpot, wir arbeiten mit HubSpot, das ist unser CRM, wir dürfen das gerne fotografieren, wenn ihr wollt. Und nachher haben wir in diesem HubSpot-Kontakt nochmal kostenlos etwas gegeben, aber etwas Werthaltiges. Noch mehr. Zum Beispiel ein kostenloses Webinar. Oder irgendein Podcast, den wir mal aufgenommen haben, mit dem Jerry Sewani oder so, der eigentlich sonst nicht sichtbar ist. Das haben wir auch noch gegeben, aber das mal gegen was? Gegen die Telefonnummer. Und jetzt sage ich, das ist aber gemein. Ja, genau. Das ist aber gemein. Du gehst 3 Monate lang kostenlose Sachen aus und jetzt willst du die Telefonnummer, merkst du, es interessiert nicht und das ist gemein. Ja, das ist gemein. Ja, genau. So, haben wir aber gemacht. Weil der Kunde kann immer entscheiden, steige ich jetzt aus oder nicht. Das ist überhaupt nicht gemein, das sind Spielregeln. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, ich höre manchmal, ja, mein verkauft sich von alleine. Dann gratuliere ich dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, ein Scheiß verkauft sich von alleine. Du musst, wenn du etwas hast, musst
alles verkaufen. Schaut, ganz ehrlich, habt ihr das Gefühl, nur wenn wir Tickets aufschalten, kommen ihr hier an das Festival? Das ist Verkauf. Gerade beim ersten, beim zweiten Mal, das ist Verkauf. Und nachher merkst du, das, was ich hier konsumiert habe, da habe ich einen Nutzen davon. Und dieser Nutzen, das ist einfach ganz klar, der muss immer gegeben sein. Du musst immer können Nutzen stiften. Wenn du das nicht kannst, bist du sofort weg. Aber das kommt erst nachher. Du musst es zuerst verkaufen, sonst will das ja gar niemand nutzen. Also, ergo sind wir jetzt hier, jetzt haben wir nochmal etwas kostenlos gegeben. Und dann haben wir die Telefonnummer gehabt. Wir haben sogar festgestellt, ob jetzt die Person, der Haarleiter, die 8-Wochen-Challenge oder der Podcast gelost hat bis zum Schluss. Das kann man messen. Immer noch alles automatisiert. Und jetzt passiert Folgendes. Meine Schwester, Manuela und ich machen Sales. Vielleicht kommt der eine oder andere von euch mal das Telefon über von Manuela. Ja, hallo. Du kannst sagen, Stufe 7 vom Funnel. Guten Morgen, Manuela. Nein, dann würde sie verklüpfen. So, also, das erste Gespräch macht meine Schwester, weil ich bin an einem Seminar. Macht meine Schwester, die hat einen Haufen Telefonnummern, telefoniert sie ab und fragt dich natürlich dann, zu dem kommen wir nachher, was sie dich fragt. Das zweite Gespräch macht sie oder ich, je nachdem, welche Kampagne das ist. Wir sagen im ersten Gespräch, sagen wir Setter. Setter-Closer-Prinzip. Das erste Gespräch ist die Vorbereitung, das Abholen. Ist der überhaupt interessiert? Weil wir wollen niemandem etwas aufschwätzen. Sondern wir wollen wirklich nur die Kunden bei uns haben, die wirklich Interesse haben, die wirklich sagen, hey, das bringt mich weiter, die das sehen. Weil dieses ist sowieso nichts, das ist für nichts. Da können wir gar nicht brauchen, die Energie bei uns. Also das heisst aber, wenn wir ja so arbeiten, müssen wir ein bisschen mehr Telefon machen. Weil wir ja weniger überschnurren müssen. Also wir wollen ja nur die wirklich wollen. Das heisst, Manuela macht extrem viel Telefon als Setting. Nachher gibt sie es mir oder sie macht es dann selber. Und dann machen wir Closing. Das Gespräch, das zu mir kommt, das wollen wir abschließen, weil der Kunde hat Interesse. So. Und am Schluss ist die Weiterbildung verkauft. Das ist der Funnel für Weiterbildungs Programm bei uns hat extrem gut funktioniert. Ihr sagt, wenn ihr nachher seid, dann würde ich euch nämlich dann gerne zeigen, was das für Zahlen ausgelöst hat bei uns. So, jetzt sind wir wieder bei diesen 100 Telefonen. Hat 65% Setting Leads dann gegeben, also 65% von denen, die schon so weit sind, haben dann gesagt, doch, es interessiert mich wirklich und es ist auch der richtige Zeitpunkt und erzähl mir mehr oder Adi sollen wir anrufen. Von diesen 100 Calls sind 33% ein Closing-Gespräch, also wirklich jeder Dritte war interessiert, mit uns etwas zu machen. Und das hat, ich zeige euch das, 15 Verkäufe gegeben innerhalb von 5 Monaten, muss auch immer schauen. Und ein Umsatz, ich habe überlegt, ob ich euch das zeigen soll, aber wir sind hier transparent von 125'000 Franken in 5 Monaten. Nicht schlecht für ein Start-up, oder? Mit Weiterbildung. Gut. Also, jetzt, was habt ihr von dem? Ich werde euch schnell zeigen, in welchem Moment dass ihr bereit seid. Das hier, das könnt ihr abgeben, das könnt ihr irgendwie in einer Agentur geben. Aber es gibt gewisse Momente, das ist Chefsache oder Chefinsache. Und die müssen bereit sein. Und das werde ich euch jetzt mitgeben, was das ist. Und zwar, schaut, in dem Moment, da, wo das erste persönliche Gespräch ist, das darfst du nicht einfach so Freestyle machen. Freestyle geht da nicht. Es geht schon. Vielleicht hast du mal Punktlandung. Aber du kannst es nicht messen, wenn du deine Resultate willst, wenn du das Geschäft willst, vorantreiben, weil du musst Löhne zahlen und Miete zahlen, dann musst du können sicherstellen, dass so und so viele Calls dir so und so ein Ergebnis liefert. Und in dem Moment werde ich euch jetzt etwas mitgeben, um den Spannungsbogen noch mal weiter auf die Spitze zu treiben, werde jetzt aber meinen Buddy auf die Bühne holen. Und zwar, der Elevator Pitch bzw. das ganze System, das habe ich mit den Leuten, die in meinem Netzwerk sind, wollen absichern, wollen rückbesprechen. Und in dem Moment gibt es 4 Fragen, die du beantworten musst. Probier hier wirklich die Sicht und die Brille einzunehmen von deinem Kunden. Also nicht deine Brille. Das ist klar. Du willst Umsatz machen, du willst einen Nutzen bringen. Das ist klar. Es ist aber auch ein Herzensbusiness und da musst du manchmal schauen, dass du nicht ganz so ein bisschen Perspektive verlierst. Und einer, der mir die Perspektive nicht mehr wieder gibt, den holen wir jetzt miteinander auf die Bühne. Vorher war er schon auf der Bühne gewesen, mit seiner Keynote. Er hat mich in Sachen Verhandlung wirklich weitergebracht. Hier ist er noch einmal, der Frédéric Mathieu.
Freddy, es gibt die vier Fragen, wo ich gebe dir jetzt gerade den Pointer und du kannst gerne zu denen etwas sagen, einfach, dass wir uns die stellen, bevor es überhaupt losgeht. Merci. Also zuerst einmal möchte ich noch sagen, es gibt so viele Parallelen zwischen Adi und mir, der Werdegang, den du gemacht hast. Ich frage mal in der Runde, wer von euch ist bei der allerersten Business-Schmiede dabei gewesen? Allererst 2019 hast du das gesehen. Nicht Festival, Business-Schmiede, Abend. Allererste, das ist schon 5 Jahre her, oder? 5 Jahre her. Und damals hast du die Winterkappe angelegt und ich habe mich frisch selbstständig gemacht und dann bin ich heim und dann habe ich gesagt, ach so, diesen Kunden müssen wir anleiten. Ich habe nicht einfach auf dich zu hören. Und ich habe da sehr viel von dir mitnehmen. Und die vier Punkte, die du einfach mit dir vorher fragen musst, die extrem wichtig sind, das ist mal die Frage, wer ist es? Wenn ich mir überlege, also meine ersten Verhandlungen von so, was ist das, 15 Jahren, so die ersten Business-Verhandlungen geführt habe, dann war es immer eine Blackbox gewesen. Du hast nicht gewusst, wer jetzt da an den Tisch kommt. Heute siehst du alles. Du kannst auf LinkedIn schauen, wer ist das, gibt es Gemeinsamkeiten und so weiter. Du kannst sogar schauen, was er am Samstag zum Mittagessen hatte. Also heute kannst du dich extrem gut vorbereiten. Dann musst du überlegen, wie lange dauert das Gespräch, wie lange dauert das Gespräch, wie lange dauert die ganze Geschichte. Dann, was du dich auch fragst, handelt der Anrufer in meinem Interesse. Das heisst, wenn ihr ein Telefon bekommt, und ich bekomme sehr viele Telefons, ich gebe der Person meistens 5 Sekunden Chance. Ich hätte mal ein bisschen mehr, wenn es mir sympathisch ist. Aber du hast eigentlich ganz wenig Zeit, um der anderen Person zu überzeugen. Und vor allem der letzte Punkt, der Nutzen zu kommunizieren. Die auch vorher meine Keynote gesehen haben, 2 HID, was habe ich davon? Weil das ist die erste Frage, die du dir stellst, wenn jemand dir etwas verkaufen und du das Telefon abnimmst, was habe ich davon? Wenn du es nicht schaffst, die Frage zu beantworten, dann macht es so, zack und weg. So. Wie viel Chance geben dir, wirst du für 5 Sekunden, so wie ich, so einen harten Telefonierer, wirst du 10, 20 Sekunden Chance, 30 Sekunden Chance? Ui, habt ihr gesehen? Also ihr habt 20 Sekunden Chance, das müsst ihr nachher einhalten, gell? 20 Sekunden Chance. Und das ist das, was du dir, die vier Fragen, die musst du dir vorher stellen und Perspektive wechseln und einfach parat sein, wenn der andere Seite dann startet. Und dazu möchten wir jetzt euch helfen. Genau. Und jetzt würde ich euch gerne, ihr könnt alles machen. Also ihr könnt entweder die Slides füttern oder ihr könnt es mit dem Handy aufnehmen oder ist egal wie. Ich muss jetzt schnell meine Kappe wieder anlegen, weil ich zeige euch jetzt live, wie der Elevator Pitch ausgesehen hat oder immer noch ausgesehen von der Business Schmiede nach System. Und wir machen nachher etwas mit dem. Also bitte jetzt für euch gut aufschreiben, weil wir arbeiten nachher, jeder Einzel. Und wir machen es jetzt so, dass der Frederik hat eine Firma. Ich lege wieder meine Brille. Ei, ei, ei. So. Furchtbar. Und ich nehme aber schnell das Handy führen. Wenn ihr, darf ich das Handy führen? Weil ich habe es schon länger her. Und ich habe es schnell führen gesucht. Das ist mein Elevator Pitch hier. Und dann nehme ich schnell das Handy führen. Und dann spielen wir das aber durch. Freddy, du bist der Kunde. Der Freddy hat eine Holzbaufirma. Die heisst Mathieu. Und wo bist du daheim? In Steffisburg. Ja. Okay. Holzbaufirma Mathieu in Steffisburg. Deine Brüder haben Firma. Der heisst auch Mathieu. Und du bist der HR-Leiter. He? Ist gut? Ja. Parat? Parat. Immer parat. Parat geboren. Piep! Ja, Mathieu? Grüezi, Mathieu. Hier ist Lang Adrian. Ja. Herr Mathieu. Da geht es ein bisschen freundlicher, oder? Ja, ist Montagmorgen 8:30 Uhr, ich habe noch keinen Kaffee. Ja, gut. Ja, und HR-Leiter, ja. Gut. Wobei die HR-Leiter sind meistens freundlich. So. Warte schnell, warte. Also. Piep! Ja, piep! Ja, Mathieu? Grüezi, Mathieu. Da ist Lang Adrian. Ja, guten Morgen, Herr Lang. Grüezi, Mathieu. Herr Mathieu, ich bin der Gründer von der Business Schmiede Schweiz AG. Kennen Sie uns? Nein, noch nie etwas davon gehört. Das stimmt nicht, weil du hast ja den ganzen Funnel durchgemacht. Jetzt haben wir es anders trainiert. Gut. Ich werde das noch mal probieren. Ein bisschen wäre es gekommen. Genau. Ja, gut. Also. Hör mal, ganz spannend. Im Normalfall sagt der Kunde, wenn blind anruft, ist nein, noch nie gehört. Das sagst du aber auch nicht können zu uns. Sondern wahrscheinlich haben sie noch nie von uns gehört. Aber ich werde ihnen gerne sagen, was wir machen. Jetzt ist es natürlich so, wir sind auf Stufe 7 vom Funnel. Und wenn du sagst, können sie uns, dann sagt er, ja, auch schon gehört. Und du denkst, geiler Sieg, hast du jetzt gerade das Webinar fertig gemacht, bis zum Schluss sicher könntest du uns.
Ist gut? Yes. Okay. Herr Mathieu, ich komme gerade auf den Punkt, warum man sich Ihnen anrufen, wenn es Ihnen recht ist. Ja. Die Weiterbildungslandschaft in der Schweiz, die ist in einem starken Umbruch. Die ist unglaublich in Bewegung. Das liegt unter anderem auch an ChatGPT und KI und so weiter. Und gerade das bringt Ihrem Unternehmen ganz neue Chancen für die Zukunft. Also in Bezug auf Mitarbeiterbindung, Rekrutierung oder auch die Entwicklung von Mitarbeitern voranzubringen. Und ich gehe schwer davon aus, dass das Thema Mitarbeiterentwicklung, dass das bei Ihnen auf dem Radar ist und dass Sie wahrscheinlich vorgeschritten sind in diesem Thema. Also ich habe jetzt die Firmenwebseiten angeschaut, Sie sind sicher vorgeschritten, ich finde das ganz spannend. Und aber auch in diesem Fall sehr interessiert sind für neue Möglichkeiten, Herr Mathieu. Ja klar, welche Chancen gibt es denn da? Sehr gut. Ja, welche Chancen gibt es da? Schauen Sie, es ist ja so. Wenn wir zwei uns treffen, dann zeige ich Ihnen in 17 Minuten, welche Chancen und Möglichkeiten das ich meine. Und entweder, ob das passt für Sie mit dem bestehenden Partner, wo Sie die Weiterbildung machen, oder aber wir sehen, dass die neuen Möglichkeiten und Chancen für Sie zukünftige Resultate massiv könnte positiv beeinflussen. Aha. Innerlich denke ich jetzt, wie geil ein Sieg bin ich. Und jetzt geht es aber weiter. Sehen Sie, Sie können nur gewinnen, Herr Mathieu. Aha, okay, spannend. Also nur 17 Minuten. Nur 17 Minuten, Herr Mathieu. Das ist etwas, oder? Schauen Sie, ich bin gerade in der Planung von nächster und übernächster Woche. Und bin am Dienstagmorgen in Thun, also ich könnte dort bei Ihnen vorbeikommen, oder am Donnerstagnachmittag in Bern unterwegs. Welcher Termin geht Ihnen besser für ein persönliches Gespräch, Herr Mathieu? Am liebsten am Dienstag. Am Dienstag, super. Dann schicke ich Ihnen gerne jetzt eine Termineinladung schicken per Outlook. Ich würde das auf die E-Mail-Adresse, die ich finde im Internet, oder? Frederik.mathieu@mathieu.ch. Genau, das ist es. Ist das gut? Das schicken gut. Ihnen einen Termineinladung. Und dann freut es mich sehr. Sie müssen auch nichts vorbereiten. Ich freue mich, Sie und Ihre Firma kennenzulernen. Super, vielen Dank, Herr Lang. Ich freue mich. Gut, wunderbar. Merci vielmals. So, alles gut. Alles gut. Ihr müsst erst klatschen, wenn ihr es für euch umsetzen könnt. Sonst ist es ja nur... Gut, schaut jetzt. Jetzt ist Folgendes. Ich werde euch ganz kurz zeigen, ihr müsst schauen, dass wir von der Zeit her gut drin sind. Ich werde euch ganz kurz zeigen, wie der Elevator Pitch sich zusammensetzt. Ein Elevator Pitch passiert immer, ein perfekter Pitch passiert immer nach einem Muster. Könnt das jemand? Was kommt jetzt? Marketingformel? AIDA. Hä? Also das heisst, Aufmerksamkeit. Ich tue nachher die schnell einzeln noch. Aufmerksamkeit schaffen, sofort. Dann kommen wir auf Interesse wecken. Das ist das, was Fredi gesagt hat. Ich muss im Kunden das Gefühl geben, dass das sein Film ist. Wenn er merkt, innerhalb von Sekunden, es betrifft mich gar nicht, hör doch auf, ich habe keine Zeit, dann ist vorbei. Also du musst es schaffen, ganz schnell den Film vom Kunden, ihm zu sagen, hey, ich rede von deinem Film. Also der Weiterbildungsmarkt ist in der Schweiz ist im Moment in einem starken Umbruch. Da denkt er, geil, Weiterbildung, mache ich für meine Leute. So, dritter Punkt ist Desire. Desire. Du musst schauen, dass du einen Nutzen stiften, dass der andere denkt, wow, 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 jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend, auch wenn er es noch nicht sagt. Aber du musst ihm zeigen, was er davon hat. Das heißt, du sagst ihm das W-H-I-D. Was habe ich davon? Das ist mega, mega wichtig. Aber nicht nur beim Elevator Pitch, sondern allgemein im Vertrieb. Was hat dieser davon? Wir reden immer nur von uns. Wie profitiert der andere? Diese Perspektive hinein. Und dann ganz wichtig, und da merke ich auch wieder, es scheitert so viel an dem, Action. Action. Ich bin gerade oder jetzt habe ich den Kunden so weit und jetzt sage ich, wie tönt das für Sie? Sehr gut, aber nicht so Stress momentan. Scheiße. Ja, schlafen Sie noch mal drüber. Genau. Nein, jetzt gehen wir in die Actionphase. Und dann bitte mach im Kunden die Möglichkeit. Und schaut, es ist so wichtig, weil so viele Kunden sagen dann, oh, ist gerade streng, wir haben noch ein anderes Projekt und so weiter. Also geht ihr bitte gerade in die Abschlussphase, in die Aktionsphase. Ich bin gerade in der Wochenplanung, weil Wochenplanung ist hochprofessionell. Nur Profis machen Wochenplanung. Von nächster und übernächster Woche. Und dann geben dem zwei Möglichkeiten im Kunden. Zwei. Geht es Ihnen der besser oder der? Ich habe das mit der Barbara Studer, mit der Hirnforscherin, angeschaut. Sie sagt, das Hirn mag gar nicht schalten. Das ist so gräme. Da überlegt er sich nicht, will ich oder will ich nicht, sondern Dienstagmorgen, Donnerstagnachmittag. Das ist Knaller, echter Knaller. Also, so. Oder B, ja? Also das ist eine Verhandlungstechnik. Ich sage meiner Tochter, wenn sie kommt, Papa will ein Schokoladenglas, sage ich ihr, kannst du einen Apfel oder eine Banane haben. Das ist genau die gleiche Taktik.
Ja? Genau. Aber am Telefon funktioniert es mit dem Termin. Das ist eine gute Überleitung. Also, jetzt nur ganz kurz, könnt ihr auch fotografieren, wenn ihr wollt, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, und nachher gehen wir in die Handlung. Schaut, das ist Attention, kurz lesen. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht darum, der Goldfisch, das habe ich mal von einer Kollegin gelernt, von der Mirei. Die ist auch an diesem Festival übrigens. Mirei, ist sie gerade hier drin? Mirei, hoi! Mirei hat gesagt, ich will mich da nicht mit falschen Federn schmücken, der Goldfisch hat 9 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und der Mensch hat 8. Krass, he? Also du musst schauen, dass du sehr schnell auf den Punkt kommst. Darf ich gerade auf den Punkt kommen? Und die sich so denken, ja nein, das kann ich doch nicht sagen. Berner Oberland oder so. Ich weiss jetzt, Bardhofen, Berner Oberland, die sind bei mir im Training gewesen. Das geht dort auch, das geht sogar im Entlebuch und überall. Das hast du nur das Gefühl, das darfst du nicht sagen. Sicher darfst du das sagen. Und sonst sagst du halt, wenn es ihnen recht ist, komme ich gerade auf den Punkt. Geht hervorragend. So, gut, Aufmerksamkeit. Nächster Punkt ist, betrifft mich das, was er erzählt? Ist das mein Film, habe ich schon gesagt. Du musst das Interesse gerade holen von diesem. Sonst ist es weg, es geht nicht lang. Übrigens auch, ihr seid hier am Netzwerken. Wenn ihr miteinander redet, überlegt euch, das, was wir jetzt machen, das hilft euch nachher in diesem Netzwerkprozess. Was machst du genau? Ich habe ein Weiterbildungszentrum für KMUs. Okay, schönen Abend. Ich muss schauen, dass ich diesem etwas gebe, wo er damit etwas anfangen kann. Der Köder muss nicht mehr schmecken, sondern im Fisch. So, dann geht es weiter. Desire. Ich muss wirklich können, den Nutzen stiften. Was hat dieser davon und wie kann er das umsetzen? Das ist ganz wichtig. Wie kann er das umsetzen? Und am Schluss ist die Action-Phase. Action-Phase. Und jetzt gibt es immer wieder Kunden, oder ich höre euch vielleicht sagen, ja, aber Adi, ich habe das schon 20 Jahre gemacht und bei mir, das ist nicht so einfach, wie du da auf der Bühne erzählst. Jawohl, ganz genau. Sage ich dir, ja, richtig. Einfach ist es nicht. Weil es machen nur etwa 3% von allen Verkäufen, machen Kaltakquise. 3%, das ist sehr wenig. Das ist ein unglaubliches Potenzial, das wir haben, wenn wir es machen. Aber es ist auch schwierig. Und es gibt immer wieder Kunden, die plötzlich so einen Sparren in die Speichen haben. Zum Beispiel, oder? Hä? So ist es. Was würdest du da sagen? Was sind das für Kunden und was machen die in diesem Moment? Also am Schluss, wenn es um den Abschluss geht. Also ich merke immer wieder, wenn ich so mit Menschen trainiere, dass der grosse Fehler nicht die andere Seite ist, sondern es liegt selber. Das ist der Abschluss nicht machen, das ist noch nicht herbeiführend, der Sack nicht zumachen, sondern eben genauso etwas sagen, wie du vorher gesagt hast, ja, schlaf noch mal drüber oder ja, dann müsstest du noch die Tante Margrit fragen und die Grossmütter oder so weiter. Ja. Also macht da wirklich zu, traut euch zu sagen, wie sieht es aus und was spannend ist jetzt in dem Elevator-Pitch. Ich habe es gezählt, es sind rund 7 Verhandlungstaktiken drin, die der Adi vorher einfach so uns gebrungen hat. Also es klingt vielleicht für euch so ein bisschen improvisiert oder so, aber da ist eine ganz klare Struktur hinter noch dran. Und wenn du das machst, dann hast du halt einen riesen Impact, dass es halt funktioniert. Dann musst du weniger telefonieren, machst mehr Umsatz und am Schluss ist halt wirklich so, dass die Event, aber ich habe keine Zeit, kein Geld, keine Lust, die musst du halt vorwegnehmen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Taktiken da dazu. Ja. Jawohl. Also super. Schaut jetzt habe ich euch etwas nachher, wo ihr könnt abladen könnt, wenn ihr das wollt. Natürlich. Ich gebe euch und ihr gebt mir. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir zwei Varianten gehabt. Entweder haben wir die Slides gefotelt oder dieses kommt nachher. Weil was wir jetzt machen, ist folgendes. Das machen wir wirklich sehr spannend. Ich habe das in diesen 8 Jahren noch nie gemacht, als ich selbstständig bin. Und ich freue mich richtig. Wir machen folgendes. Ich gebe euch jetzt dann, ich habe hier noch auf dem Slide getroffen, 10 Minuten. Wir machen aber nur 7 Minuten. Wir lassen die Musik an. Ihr könnt euch auch austauschen. Bitte nicht zu weit weg, außer ihr findet so Katastrophe, die Breakout-Session, dürfen ihr rausgehen, müsst ihr nicht mehr kommen. Aber wenn ihr es gut findet, kommt ihr wieder. 7 Minuten. Und in 7 Minuten hat jemand von euch die Chance, mit mir zusammen sein Unternehmen zu präsentieren. Vor hier innen sind 300 Leute. Wie geil ist das? Vielleicht verlässt irgendjemand nachher in 7 Minuten seine Komfortzone und sagt, Elevator Pitch. Auf das habe ich gewartet. Das machen wir. Ich coache dich. Coachen. Ich komme zu dir. Wir stehen dort hin, vor allen. Ich gebe dir ein Feedback zu deinem Elevator-Pitch. Es wäre cool, wenn es irgendwo nach dem Muster ist. Mir ist klar, in 7 Minuten, wir haben normalerweise 2 Tage für das, alleine. 7 Minuten kannst du nicht füllen. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Halbverrückten oder einen Halbverrückten, der sagt, wow! Dann pack deine Chance. Du hast nie mehr in nächster Zeit die Möglichkeit,
300, möglicherweise sogar potenzielle Kunden im Raum zu haben und ein Coaching zu erfahren, wo der Freddy Anna seinen Senf dazugeht. Ich werde es live hier machen. Aber das braucht Mut. Es könnte ja irgendjemand im Publikum sein, der dich ablehnt. Wenn du das schaffst, über das 8 zu stehen. Ja. Wenn du es schaffst, dir die dicke Haut schnell für ein paar Minuten anzeigen, dann würde ich richtig cool finden. Ja. Und das Schlimmste, also, was kann passieren, ist, dass du mit Umsatz heimgehst. Das wäre echt schlimm. Ja. Das wäre schlimm. Kunde droht mit Auftrag. Ja. So, gut. Nicht in 10 Minuten, in 7 Minuten geht es weiter. Es geht jetzt Licht, es geht jetzt Musik. Etwas habe ich noch. Wenn es euch anschießt, den Elevator Pitch selber zu entwickeln. Hier ist mein Buch, E-Book, Seite 172, ist der gesamte Elevator Pitch. Müsst ihr gar nicht mehr machen. Aber gegen Telefonnummer. Jetzt müsst ihr selber entscheiden. Ihr könnt ja immer noch drücken, wenn ich anrufe. Wer. Jetzt. Wer. Was weißt, du weißt gar nicht, was für eine Frage ich jetzt stelle. Wer zahlt alles Bier? Da, der Manuel Villiger, ja, genau. Da. Also, wer hat Lust, jetzt vor 300 Leuten seinen Elevator Pitch zu präsentieren und ein Feedback zu bekommen? Wow. Okay. Gut, schnell mal schauen. Gibt es nur Männer? Nein, ich bin jetzt das allererste auf keinem Motto. Okay, gut. Dann nehmen wir dich gerne vor. Ich komme zu dir. Ich will eine Frau. Merkt ihr, wir sind zwei Mann. Ich will jetzt eine Frau. Gut. Zuerst einmal einen Applaus. Ein Applaus. Komm zu mir. Tanja. Also. Tanja, zuerst einmal, das finde ich jetzt absolut sensationell. Weil das ist jetzt richtig Komfortzone verlassen. Das ist jetzt absolut genial, Tanja. Also das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Jetzt kannst du hier herstehen. Weil... Tanja, wir wollen, dass dich alle sehen und dass die Kamera dich auch erfassen kann, dass du das nachher auch überkommst. Gegen Telefonnummern natürlich, verstanden. Okay. Ich gebe dir eine Privatadresse. Nein, ist gut. Brauche ich nicht. Aber jetzt kannst du... Wir machen es so. Der Herr Matti ist dein Kunde. Jawohl. Du redest mit ihm. Ich mache mir Notizen und gebe dir nachher das Feedback. Sehr gerne. Brauchst du meine Kappe? Oder? Nein? Okay. Ja. Gut. Adi, ich habe schnell die Branche und das, dass ich jetzt kann. Ich kann dir denken, Branche und so. Genau, also du müsstest noch sagen, was ist die Ausgangslage, weißt, dass er ein weiss, was für einen Kunden spielt er. Ich gebe dir aber das Mikrofon. Was für einen Kunden spielt er? Genau, ja. Ja. Also, Frederik, du bist ein mittelständiges Unternehmen. Du hast ca. 100 Mitarbeitende. Du bildest auch Lernende aus. Dir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Lernenden und deine Mitarbeitenden gut performen. Du bist aber auch immer wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden, weil halt immer wieder Abgänge stattfinden. Und ich würde mal sagen, du bist in der Zentralschweiz ansässig. Du bist im Bereich, was könnte das jetzt sein? Holzbau. Ja, es kann Holzbau sein. kann sein. Ja, mach mal Holzbau. Mach mal Holzbau. Finde ich für mich auch gut, eine Challenge. Ist gut. Gut. Super. Ist gut, Fritz. Ist gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sie macht nicht fast das Gleiche wie ich, aber das macht nichts. Ist gut. Nein, sicher nicht. Alles gut. Ich spiele das Telefon und ich lüte jetzt. Ja, ist gut. Piep! Ja, Mathieu? Ja, geht's dir, Mathieu. Das ist Tanja Klaus. Danke, Frau Klaus. Hey, Mathieu, ich lüte Ihnen an, weil ich habe gesehen, dass Sie an Ihrem Betrieb mehrere Mitarbeitende haben und sowie auch Lernende ausbilden. Und meine Frage an Sie ist, was machen Sie im Bereich Mentaltraining für die Lernenden und für Ihre Mitarbeitenden? Wie heisst das Zeug? Das heisst Mentaltraining. Spitzensportler kenne ich das auch. Aha. Das sind die Goldmedaillen holen. Ach so, erzählen Sie mir. Genau, kein Problem. Weil Sie wissen ja, Lernende und gute Mitarbeiter sind das Kapital vom Mond. Die sind extrem viel Gold wert. Und im heutigen Fachkräftemangel geht es ja eigentlich nicht nur darum, dass man Mitarbeiter akquiriert, sondern auch Mitarbeiter bindet. Mhm. Und das ist mein Spezialgebiet. Ja, was und, bringt mir das? Bitte? Was bringt mir das genau? Ja, das bringt, dass es kostet, also loyale und gesunde Mitarbeitende sind viel kostengünstiger für sie. Die bringen viel mehr Umsatz. Für sie heisst es auch, dass ihre HR-Abteilung viel weniger Akquise muss machen und das natürlich viel konzentrierter und auch umsatzstärker kann arbeiten.
Jetzt wollte ich Sie fragen. Ich bin nächste Woche in der Nähe bei Ihnen. Und für mich ist es... nein, nicht eben fragen, genau. Ich bin nächste Woche in der Nähe bei Ihnen und ich würde wahnsinnig gerne vorbeikommen. Und dass ich 20 Minuten von Ihrer Zeit hätte, damit ich mein Produkt bei Ihnen selber könnte vorstellen könnte und was wir miteinander für Ihre Mitarbeitenden und für Ihre Firma können miteinander arbeiten. Mhm. Dürfte ich Ihnen einen Terminvorschlag machen? Genau. Ich würde Ihnen gerne einen Terminvorschlag machen. Nächsten Mittwochmorgen zwischen 10 und 12 würde es mir gehen. Oder am Freitagnachmittag oder Freitagmorgen zwischen 8 und 9. 8 ja. und 10. Freitagmorgen. Freitagmorgen, sehr gerne. Mhm. Dann würde ich Ihnen selbstverständlich jetzt gerade eine Outlook-Einladung schicken, mhm. mit allen Daten dazu. Natürlich auch meine Kontaktdaten, falls irgendetwas dazwischen kommt, mhm. was wir uns beide nicht wünschen. Und dann freue ich mich auf ein gutes und konstruktives Gespräch. Ja, danke schön. Einfach Gipfeli mitnehmen. Mache ich sehr gerne, selbstverständlich. Hätten Sie gerne Laugengipfel oder Körbe? Applaus für Daniela. Bravo! Super! Muss ja gar nicht. Ich habe ja das hier. Ich gebe dir das noch einmal. Wie war es für dich jetzt? Ja, spannend. Natürlich, gerade während dem Gespräch die Reflexion zu spüren, was nicht funktioniert, da ich auch deine Reaktionen gesehen habe. Also Daniela, ich habe noch nie ein Telefonat vor 300 Leuten geführt. Also, ja, also ich habe auch nicht. Mir geht es ja gleich wie dir. Ja. Ja. Es ist mega spannend. Ich spüre, dass man mit dem Gespräch, mit dem Reden, kommst natürlich in Flow. Ja. Und wirst du das sicherer, klarer in deinen Aussagen. Und ja, nochmal, dass der Nutzen, den habe ich jetzt gerade selber gerade gespürt, der muss extrem schnell kommen. Mhm. Ja, das war mega spannend. Kannst du mir noch schnell sagen, was ist genau dein Geschäftsmodell? Was bietest du für einen Nutzen? Ich biete einen Nutzen, dass Firmen ihre Mitarbeitenden und ihre Lernenden so können unterstützen können, dass die auch bleiben. Nach der Lehre oder okay. auch mit jungen Mitarbeitenden nicht immer weggehen, wenn es irgendwo schwierig ist, sondern dass einfach eine gute Bindung da gibt. Gut. Ja, okay. Mitarbeiterbindung. Mhm. Darf ich schnell dein Handy? Selbstverständlich. Darfst du neben mir stehen? Du hast Sprachmemo rein und ich werde etwas aufnehmen für dich. Holst du mir schnell das Handy? Ja. Hast du Sprachmemo? Dann können wir es aufnehmen. Wir müssen schnell mal Applaus überbrücken. Ja. Wie heißt deine Firma? Wellness Coaching Beratung. Piep! Oh, Piep! Ja, Matthias? Grüezi, Matthias. Das ist Tanja Klaus. Tag, Frau Klaus. Grüezi wohl. Herr Matthias, ich bin von der Tanja Klaus, Coaching und Beratung. Wenn es Ihnen recht ist, komme ich gerade auf den Punkt. Bitte schön. Es ist länger schwieriger, Mitarbeiter zu halten nach der Lehre. Also der ganze Weiterentwicklungsmarkt auch, weil wir heute ChatGPT haben, wir haben Social Media, die Leute werden sehr schnell abgeworben. Mhm. Und das gibt natürlich durch das, dass wir Social Media haben, auch ganz grosse Chancen und neue Möglichkeiten. Es gibt auch neue Möglichkeiten in Bezug auf die mentalen Coaching-Möglichkeiten, die Sie bieten als Unternehmer. Und ich gehe schwer davon aus, dass diese Möglichkeiten Sie interessieren, oder als Leiter der HR-Abteilung. Herr Matthias. Erzählen Sie mehr. Gerne. Herr Matthias, schauen Sie, es ist so, ich brauche nicht viel Zeit. Im Normalfall läuft das in 17 Minuten, wo ich Ihnen aufzeigen kann, wie Sie es schaffen, über 80% von Ihren Lehrlingen zu behalten, mit einer ganz spannenden Arbeitsattraktivität. Jetzt ist es so. Sind Sie noch da? Ja. Gut. Entweder sehen wir, dass sie alles richtig machen, oder wir finden zusammen heraus, dass das, was ich Ihnen zeige, Ihre Ergebnisse in diesem Thema massiv beeinflussen können. Das klingt spannend. Ich gehe davon aus, Sie wollen das, die Möglichkeit wahrnehmen. Ja, kommen Sie vorbei. Schon? Ja. Sind Sie sicher? Unbedingt. Unbedingt. Sie, ich bin gerade in der Wochenplanung von nächster über nächste Woche und bin Dienstagmorgen oder Donnerstagnachmittag bei Ihnen in der Region. Welcher Termin geht Ihnen besser? Ja, lieber Nachmittag. Gut. Merci. Ade, merci. Danke. So, also Tanja, grosser Respekt. Jetzt wissen alle, was du machst, und ich bin überzeugt. Hierin hat es Leute, die nachher zu dir kommen und sagen, du erzähl mir noch mal mehr über deine Dienstleistung. Genau. Und vielleicht noch so als kleiner Tipp. Wir erzählen sehr gerne, was wir machen, was wir anbieten und was das bringt. Und überlegt ihr euch, Tanja, nicht nur du, sondern alle, was ist denn konsequent?
wenn sie nicht mental fit sind? Was ist die Konsequenz, wenn sie das Unternehmen verlehnt? Und da bitte mehr noch Schmerz gehen und dann den Nutzen bringen. So also als kleiner Tipp zusätzlich. Gut, super. Jetzt geht es um Folgendes. Wir wollen euch etwas verkaufen. Also wäre es der dümmste Moment, wenn wir jetzt nichts verkaufen wollen. Ganz ehrlich. Und da, ich bin so weit, dass ich sage, weißt du was, wenn du jetzt nichts kaufen willst, musst du es einfach nicht nehmen. Aber wenn du das Gefühl hast, dass wir zwei, zusammen mit Martina Andritsch, die Funnels entwickelt, dir dürfen ein Angebot machen, du musst jetzt ganz gut zulassen. Wir tun im Herbst an zwei Tagen bei uns hier in Sursi einen Sales Mastery veranstalten. Die Sales Mastery, ich zeige euch das schnell. Da geht es zuerst ums Mindset. Was brauchst du wirklich? Weil vieles ist Einstellungssache. Wie denken denn wirklich Masters im Vertrieb? Und zwar wirklich deren. Ich tausche mich oft mit denen aus, die wirklich grobe Zahlen haben. Ich will nicht das Leben tauschen. Es geht mir nicht um das. Ich höre immer, das sind die ersten Ausreden. Ja, so will ich nicht sein. Nein. Aber schau doch an, was macht der gut? Jeder Sales macht irgendetwas gut. Und da schauen wir einfach mal an, wie denken die? Wie sind die unterwegs? Wie leben die? Was haben die für Gewohnheiten? Und das ist sicher spannend. Dann geht es darum, Akquise und Lead-Generierung. Also, wir schauen eben nochmal Elevator-Pitch, nochmal Lead-Generierung. Wie kommst du überhaupt an Leads? Das ist dann eher auch in der Martina ihr Ding. Sie zeigt Funnels auf, die bei uns funktioniert haben. Und nachher kommt der Freddy noch schnell. Wir machen ein 5-Stufen-Gesprächsführungs- Also 5-Stufen Gesprächsführung, wirklich eine 1-zu-1 Anleitung, die für jede Branche funktioniert. Oder auch wenn du einen Online-Job hast. Irgendwann musst du ja Partner haben, vielleicht suchst du auch Investoren. Die 5-Stufen Gesprächsführung, die wende ich immer an, egal in welchem Kontext. Sogar daheim bei der Frau, wenn ich meine Ferien durchboxen will und sie will eigentlich irgendjemand anders stören. Ja. Oder Vegas gehen. Ja, genau. Ja. Und wir machen Online-Marketing, das ist nicht ein Riesenbereich. Empfehlungsmarketing, natürlich tun wir sehr viel auch anteasern, aber das ist das, was wir das Gefühl haben, wir haben uns zusammen und überlegt, was können wir da geben. Und wenn ihr denkt, dass wir zwei euch weiterbringen, zusammen mit Martina, dann haben wir jetzt ein Angebot. Und das nehmt ihr einfach, wenn ihr wollt, könnt ihr das fotografieren. Es ist bis morgen Abend gültig. Die Salesmaster, ja... Bis morgen Abend ist es so, die Salesmastery kostet im Normalfall kostet 98 Franken pro Person. Ein Tag, wir reden von einem ganzen Tag. Klar, es hat 100 Leute dort. Aber wir gehen in Kleingruppen, wir machen Breakout-Session, du kannst an diesem Thema arbeiten. Es ist nicht so, dass es einfach ein Tagesclear gibt. Kostet 198 Franken im Normalfall. Wenn du sagst, das will ich unbedingt, ist der Preis bis morgen Abend, Achtung, 98 Franken. Du kaufst ein Ticket. Und wir geben dir ein zweites dazu. Du kannst einen Geschäftskollegen, einen Buddy, einen Unternehmenskollegen, du nimmst irgendjemanden mit, wir geben dir ein zweites Ticket. Du kommst das zweite an die Sales Mastery. Das zweite. Das ist ein sehr fairer Deal. Wenn du das Gefühl hast, das bringt dir etwas. He? Wir sind felsenfest überzeugt. Freddy, willst du noch etwas zu dem sagen? Das ist ein No-Brainer. Das ist ein No-Brainer, absolut. Also, wer von euch ist selbstständig? Also, die meisten. Ja? Also, ihr wisst selber, beim ersten Telefonat habt ihr das wieder drin. Und es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt eine Stunde zusammen sind, sondern wir sind den ganzen Tag zusammen. Und dann werden wir zwei unsere besten Tipps mitgegeben und euch noch von der Martina den ganzen Online-Teil euch zeigen. Und spannenderweise, ich mache es fast genau gleich. Und dann werden wir aus unseren zwei Welten euch das zeigen. Und das ist etwas, was überall in jeder Branche funktioniert. Also, das wird gut verstanden. Genau, jetzt werde ich aber noch mal zu dir. Und zwar, Andi, du hast noch etwas. Ja, danke den Herren, sehr interessant gewesen. Ich weiss, dass Menschen schon mit euch zusammengearbeitet haben. Und einer, der definitiv unglaublich viel richtig macht, ist in der vordersten Reihe, wie es sich gehört. Er ist einer von 900 Verkäufern von der Helvetia. Er ist Nummer 1 bei der Helvetia. Applaus für Andi Sam! Willkommen bei uns, kommt doch schnell rüber. Das ist so, genau. Wenn einer weiss, wie Sales geht, dann du, also mein Respekt. Wie schafft man das? So ein bisschen frech, Nummer 1 zu werden bei einer grossen Bude? Also, sollte A sein, glaube ich, tendenziell, Mensch? Check. Nein. Nicht? Dann nehmen wir das oben vielleicht. Wenn das besser geht. Danke.
Oder Gott, immer noch nicht. Check. Die wollen nicht, dass du... Ich glaube, die wollen keine Pünktchen. Schau es da. Merci, also merci auf den Applaus. Für mich war das 1 halt immer nur eine Nummer. Ich komme aus einem kleinen Bündnerland. Man hört es vielleicht. Aus dem grossen, bitte schön. Aus dem grossen Kanton. Und ich schieße 12. Ist mir an für dich gar nicht so sympathisch. Selbst in der Schwalle ist er noch stärker. Ja, das ist wahr. Ich habe gerade 2 miteinander. Nein, ich glaube, es ist eine Einstellungssache, eine Fleisssache. Man muss das, was man macht, sehr, sehr gerne machen. Und ich glaube, das klingt mir in den letzten Jahren sehr gut. Das ja, also der Erfolg hat recht. Und ja, du hast beim Adi die Ausbildung gehabt. Ja, welchen Weg bist du mit ihm und den Business-Schmieden effektiv gegangen in Bezug jetzt auf Sales? Also noch wichtig zu sagen, ich kriege keinen Stutz, dass ich das so sage. Das ist die anderen kriegen gar nicht. Nein, das dürfen wir mit Adi zusammen machen. Wo wir, also er war sehr frisch, würde ich sagen. Es war noch nicht so lange, dass er das aufgeleistet hat. Und unser Arbeitgeber hat gesagt, hey, geh das mal probieren. Und wir haben viel über Mindset geredet, kennst du Bündnerland auch nicht so, Netzwerke, Social Media hat es damals noch fast gar nicht gegeben. Also ich glaube, alles das, was jetzt dazugehört, das hat man damals schon mal angesprochen, auch der Elevator Pitch. Also für mich war das fast langweilig, es klingt ein bisschen überheblich, aber ich habe das mit ihm 2 Tage lang durchgemacht. Ja. Und ich glaube, das hat dann auch so eine Struktur gegeben und der Mut zum Übermut. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten mitgenommen habe. Das heisst aber auf gut Deutsch, mit dieser Formel bist du erfolgreich unterwegs. Du bist nicht Nummer 1 bei euch, oder? Hey, das hilft mir heute noch. Das klingt jetzt auch, als ob ich ja. Karten spielen. Aber ich glaube, es geht nicht einmal um den Elevator Pitch selber, sondern die Struktur, die du dir aufbaust, um, sage jetzt mal, am Gespräch den roten Faden nicht zu verlieren. Und das Telefongespräch ist immer noch das Schwierigste. Die kalte Krise ist die Königsdisziplin im Verkauf. Und ich glaube, das strahlt dann auch Sicherheit aus, wenn du das im Kopf hast. Am Anfang hast du es halt auf dem Zettel, aber irgendwann musst du das nicht mehr, dann kannst du das. Hat das auch etwas gemacht mit deiner Persönlichkeit, dass die Erfahrungen, die du hast können, lernen konntest? Also, weißt du, also hast du das Gefühl, bist auch gewachsen und, ja, und das gibt dir dann den Erfolg, den du den tagtäglich umsetzt? Ja, gell. Ich meine, ein sympathischer Typ bist du ja. Ich meine, von dem her, aber das sieht man am Telefon nicht so gut. Genau, also du hast... Wir sind beide mal im Radio gewesen, und du immer noch. Du hast dort auch kurze Zeit, dass du zuhörend schaffst mit gewissen Geschichten. Und ich glaube, so Sachen sind mir schon geblieben, die ich im Alltag einsetzen kann. Im Verkauf ist es dann genau das Gleiche. Aber ich glaube, so der erste Einsteiger beim Kunden ist über das Telefon. Und wenn du dort stark bist, glaube ich, ist es nachher auch beim Kunden einfacher. Dann danke für jede Sekunde, die nicht gezahlt ist von Adi. Also, grossen Applaus. Ich merke, es funktioniert. Danke vielmals, Andisen. Merci vielmals. Also, es ist, ich möchte euch einfach noch schnell etwas sagen. Oder? Der Andi ist zum Beispiel einer, bei dem ist mir etwas geblieben. Es gibt so Leute, da bleibt mir einfach irgendetwas. Und da ist etwas geblieben und das ist jetzt auch... hat mich irgendwie recht berührt. Und das war 2017. Gewesen. Der Andi hat mit 17, glaube ich, einen Schicksalsschlag gehabt. Gell? 17. Und in dem Moment hat er sich gesagt, oder eine Mentorin, glaube ich, hat ihr gesagt, weißt du was, Andi? Blamier dich einmal pro Tag. Blamier dich einmal pro Tag. Und haben jetzt das Gefühl, ich hätte 2 Mal fragen müssen, ob er das macht auch für mich. Nicht, weil er das sucht. Das sucht er nicht. Sondern es ist ihm doch vorzüglich, was ihr denkt. Und das ist so eine unglaubliche Kraft. Wenn du, dann wirst du frei im Kopf, wenn es dir gleich ist. Weil bei ihm, er hatte einen Schicksalsschlag gehabt. Und jeder Tag ist ein Geschenk und das lebt er auch. Und ich glaube, das ist mitunter ein Grund, warum du einfach deinen Erfolg hast. Weil du einfach gewisse Sachen, du gehst einfach deinen Weg und du nimmst keine Rücksicht. Und du machst nach deinen Wert, du handelst nach deinen Wert, du machst auch Akquise nach deinen Wert. Und du sagst auch ganz offen, ich will auch erfolgreich sein. Aber für mich, für meine Familie und gut ist. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Danke euch vielmals, dass ihr da mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch irgendwo etwas gebracht. Wir bauen unser Geschäft auf dieser Art von Kundengewinnung auf. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass. Macht weiter so mit dieser Energie. Ihr seid einfach ganz geile Sicher. Merci. Ist das etwas, was dich interessiert? Die Art von Weiterbildung? Und willst du mehr von diesen Themen? Dann abonniere jetzt unseren Kanal von der Business Schmiede.